Es sind Szenen wie aus einem Katastrophenfilm fast. Die Skyline von New York ist rauchverhangen. Grund dafür sind die Waldbrände im Norden, meistens in Kanada. Mehr als 400 Infernos toben dort. Die Rauchfahnen werden mehr als 1000 Kilometer nach Süden getragen, eben hier an die amerikanische Ostküste. Grund dafür sind starke nördliche Winde, eine wirklich einzigartige Wetterkonstellation, die zu dieser Krise beiträgt. Die Luftqualität in New York ist, so jedenfalls die Behörden, extrem gesundheitsgefährdend. Der Bürgermeister Eric Adams hat die Bevölkerung aufgerufen, drinnen zu bleiben und wirklich nur bei notwendigen Besorgungen nach draußen zu gehen. Der Smog führt auch hier in New York zu Verkehrsbehinderungen. Gerade wurde bekannt gegeben, dass LaGuardia, einer der Flughäfen der Metropole, gesperrt wurde. Keine Flugzeuge dürfen hier mehr landen wegen der schlechten Sicht. Wann könnte sich die Lage bessern? Die Meteorologen versprechen, dass es gegen Ende der Woche hier aufklären wird, dass sich die Wetterkonstellation ändert, die Winde diesen Smog endlich vertreiben können. Die New Yorker nehmen es gelassen und auch viele der Urlauber lassen sich den Gang über die weltberühmte Brooklyn Bridge trotz des Smogs nicht nehmen.